Mein Name ist Cheyenne Garcia und ich bin in Kassel und wir haben ein krankes Video gedreht. Macht's gut und viel Spaß mit dem Video. Mein Name ist Cheyenne Garcia. Ciao! Willst du uns was vorsingen? Ja, ich seh dich doch. Ja, ich seh dich doch. Weiter. Wir faken ja nichts, ne? Ich hab das ja schon gehört. Das sind doch nicht deine Kinder. Doch, Alhamdulillah, das sind meine Kinder. Das ist eure Mama? Ja. Ja. Ihr seht aus wie Geschwister, ne? Ja. Wie ist dein Name? Ali. Ali. Ali, woher kommst du? Aus Kassel. Aus Kassel ursprünglich? Iraner. Kann ja nur gut werden, dieses Interview. Wie ist dein Name? Der Fuchs Teibelswilde aus der Palz. Gibt's auch eine Abkürzung? Fuchs. Hubert Kern. Hubert. Wie bändigt man den Löwen Ali? Indem sie einfach das tut, was sie tun soll und nicht einfach extra Service macht. Was heißt denn extra Service? Irgendwo hingeht, mich provozieren will oder sonst was oder jenes. Gibt's keine anständige Frau mehr. Die wollen alle nur, sind alle materiell. Denkst viele, du? Viele. Entschuldigung, ich korrigiere mich. Viele. Immer egal, was ich jetzt frage, singst du dazu? Immer egal, singst du dazu. Darf ich fragen, wie alt du bist? 42. 42? Du siehst sehr jung aus. Dankeschön. Ja, sieht man sie? Wie ist es so, mit so einer jungen Mama zu haben? Schön. Ja? Ja, ist cool. Freut euch das? Ja, schon. Man kann mit dir viel machen. Also Shisha-Bar mit seiner Mutter geht klar. Ihr geht doch mit eurer Mutter Shisha-Bar? Ja. Ich rauche aber keine Shisha, weil ich achte viel auf Gesundheit. Aber damit die nicht immer so alleine sind, gehe ich mit. Ich rauche auch keine Shisha. Echt? Ich auch nicht. Findest du nicht, dass eine Frau auch ihr eigenes Leben hat? Sag mal zu, ich brauch dich ja nicht zu fragen, wo ich hingehe. Warum will sie denn eine Beziehung da mit mir eingehen? Eine Beziehung geht man doch nur ein, wenn man ein Bündnis eingesperrt werden will. Man geht eine Beziehung ein, wenn man keinen Bock mehr auf Freiheit hat und ins Gefängnis will. Und trotzdem haben die doch nur mehr Freiheit in der Beziehung, statt wenn sie Single sind. So ist das ja. Wenn sie Single sind, sind die anständig, in der Beziehung sind die Haiwans. Die gehen, machen, was sie wollen. Senkfußeinlage. Senkfußeinlage, Senkfußeinlage, Senkfußeinlage. Wie ist es so, wenn dich Leute mit ihr sehen? Sagen die wahrscheinlich, sind es deine Schwestern, ne? Ja, am Flughafen oder so, wenn die auf Türkisch Anne sagen, dann fragen die immer Anne. Ich so, ja, meine Kinder. Das ist krass. Ja. Also wirklich, ich sag Maschallah, ich find's schön. Darf sie atmen? Sie darf atmen, nur in meiner Anwesenheit aber. So. Bist du ein eifersüchtiger Typ? Auf gar keinen Fall. Das nicht. Das wirklich nicht. Ja, du kannst ja auch nicht eifersüchtig sein, wenn du die in den Keller einsperrst. Selbstverständlich, mit Handschellen. Ja. Die lieben ja den Film 365 Tage, ich mache das persönlich mit denen. Deswegen. Cię porwali. Dlaczego zostawiłeś mnie samą w moją rodzinę? Deswegen an alle Männer, spricht nur noch Frauen so an. Liebt ihr diesen Film? Wenn die ja sagen, Jackpot, nimmt die mit. Fertig. Kann ja nicht andersrum sein, dass die anständig sind, ne? Geht ja nicht. Du bist gebrannt, Marc, kann das sein? Auf was? Von Frauen. Ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht, aber eher nur schlechte. Wenn du jetzt unterwegs bist mit deinen Töchtern und jetzt kommt so ein junger her, weil ihr denkt, ihr seid ja Schwestern. Jetzt kommt der und ist ein Junge. Und er sagt so, ey, ich will die kennenlernen. Dann sagst du, ey, hör mal zu, Freund. Das sind meine Töchter, was sagen die? Ja, es gibt schon so Situationen, wo die meine Töchter angucken, aber es gibt auch Situationen, wo die mich angucken, dann beschützen die mich und andersrum natürlich genauso. Okay, ja. Das finde ich krass. Ich glaube, eine Frau kommt zu dir, du redest mit der. Ja. Dann kommt sie zu dir und sagt, ey, du kleiner Pisser, ich schau dich gleich um. Und du siehst. Die Frau sagt das zu mir. Ja, und du siehst, die ist nicht so eine Freche, die macht richtige Kampfposition, du weißt, die kann kämpfen. Die hat's drauf, du kannst kassieren, was machst du? Man muss sich zweimal überlegen. Weil die kann das. Das ist jetzt ernst gemeint, ne? Ja. Was ich machen würde. Ja. Was soll ich machen? Ja, ich würde sie wieder runterholen von ihr Trip. Wie? Ich würde sie schön an den Ohren ziehen. Nur an den Ohren. Ja, aber die macht so Kampfposition, hast du keine Angst? Ist mir scheißegal, was sie macht. Ich ziehe sie an den Ohren. Wenn sie sich wie ein Haiwan benimmt, kriegt auch Schläge wie ein Haiwan. Für die Jungs von Wiesbaden, der Corona Blues aus der Pfalz. Hallo Kassel, jetzt kommt der Corona-Blues. Corona-Blues,
bist ein Depp. Prinz ohne Höschen. Prinz. Prinz. Ohne Höschen. Was ist, wenn du eine ganz nette Dame kennenlernst? Anständig. Und die sagt, ey Ali, wie du redest, wie du dich benimmst, das ist sehr spartanisch, das ist sehr primitiv. Ich möchte, dass du das unterlässt. Spartanisch. Wir fehlen gerade die Wörter, ne? Also ich wollte gerade Sparta anfangen. Was soll ich sagen, Bruder? Ich wollte sagen, wegen Sparta, wegen einer Frau ist Sparta-Krieg entlöst worden. Quarantäne Blues, du hast uns im Griff. Scheiße. Quarantäne Blues. Du hast uns im Griff. Mach was Bisschen rausgehen in den Garten oder machen große Musik. Alles hat die Hände, everybody come here, top. Wenn jetzt ein Mädchen da draußen sieht und sagt, nach diesen wunderschönen romantischen Wörtern oder romantischen Anekdoten, die du hier von dir gegeben hast, jawohl, die sind so sympathisch, ich möchte gerne eingesperrt werden, ich möchte gerne erniedrigt werden, ich will keine Rechte als Frau haben. Wenn wir da Frauen da draußen haben, die es ja natürlich gibt, und die sich jetzt meldet, was muss sie mitbringen? Die Anständige. Oder die, die so erniedrigt werden will. Ja, ich weiß nicht, auf was sie stehst soll du ja denn? Gar nichts mitbringen. Sie ist ja schon selbst erniedrigt. Sie bringt nur sich okay, mit. Okay, eine Anständige. Was muss sie mitbringen? Saubere Schuhe. Die laufen hier mit diesen Tingeltangel-Bob-Schuhe rum. Die haben so Schnursenkel, die sind 2 Meter lang, dreckig, weiß. Sollen mir saubere Outfit ankommen. Man soll nicht über irgendwelche Rapper mit mir sprechen. Kennst du das Lied? Kennst du das Lied? Sondern mir über Gott und die Welt mit mir sprechen. Dann kann man weiter gucken, ob das noch einen zweiten Treffen hat oder ob ich sie erniedrige. Klatsch in die Hände jetzt! Ja, 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 ja! Das ist der Schei am Blues. Und wir chillen auf der Straße, yeah. Hier, komm, ich komm, komm rein. Und schon eine Frau so damit gekriegt? Ja, ja. Auch, ja. Ja, sah die gut aus? Ja, ja, klar. Du weißt ja, wenn man verliebt ist, ist jede Frau schön. Das stimmt. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für diese geile okay, Session. Gerne. Meine Damen und Herren, das Video ist jetzt zu Ende. Die jault immer noch im Hintergrund. Und wir sind in Kassel fertig. Schreibt in die Kommentare, like dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Die Glocke aktivieren und abonnieren. TikTok, Instagram, links, rechts. Mein Name ist Shahin Garcia und ciao.